Okay. Hi Peter, danke, dass du hier im Interview bist und von deiner Situation erzählen willst. Gerne, Sandro. Danke, dass du da bist und dir Zeit nimmst. Gerne. Du bist gerade im Urlaub. Richtig, ja. Nach langer Zeit, nach vielen Jahren, endlich mal wieder einen Urlaub durchgeführt. Zwar nur eine Woche jetzt mal, aber ich brauche es mal irgendwie einfach mich um ein bisschen abzuschalten und um mich etwas zu erholen. Und wen vermisst du im Urlaub? Na, natürlich meine Tochter. Ich habe ja eigentlich bisher noch nie einen Ferienurlaub bekommen, weder von der Mutter noch vom Gericht. Da heißt es dann immer, es müssten erst die samstäglichen Umgänge, ich habe da einen Umgangsbeschluss, die müssten erst eine Zeit lang hintereinander stattfinden und erst dann kann überhaupt über einen Ferienumgang oder Umgang über Wochenende oder eben auch Umgang mit Übernachtung nachgedacht werden. Aber diese Umgänge sind ja leider, werden vom Gericht nicht durchgesetzt, die schaffen es nicht, die kapitulieren, die schreiben mir auch einen Brief, wir können das Verhalten der Mutter nicht beeinflussen. Und ja, so muss ich halt leider hier mit ansehen, wie Väter, Mütter, Familien hier mit ihren Kindern Urlaub machen, aber ich denke halt oft an meine Tochter und ihr würde das mit Sicherheit auch gefallen hier. Ja, Wie ganz alt klar. ist deine Tochter? Meine Tochter ist 8 Jahre alt. 8 Jahre alt. Und siehst du sie überhaupt noch? Also das letzte Mal hatte ich sie in der Schule gesehen. Es war eigentlich eine Elternsprechstunde. Und da ist sie zurückgekommen dann in die Klasse rein. Wobei das leider der Rektor nicht so gerne sieht, weil die Mutter da schon vorgesprochen hat. Und ein Umgangsausschluss, den ja das Gericht verhängt hat, im März, um ein Hauptverfahren, ein neues zu machen, ja, was gar nicht von der Mutter initiiert wurde, sondern vom Gericht, seltsamerweise. Und da hat man einen Umgangsausschluss verhängt. Und da kam sofort die Mutter mit dem Beschluss in die Schule und hat es so dargestellt, als wäre das quasi ein, sagen wir mal, Kontaktverbot. Das Gericht hat eigenständig den Beschluss gefasst, ohne dass jemand einen Antrag gestellt hat. So ist es, ja. Es nennt sich quasi von Amts wegen das Umgangsverfahren eingeleitet. Ein Bekannter von mir ist der Meinung, dass das eigentlich schon eine Befangenheit ist, weil das eigentlich zugunsten der Mutter jetzt auch ist, ja, und diesen Umgangsverstößen Vorschub leistet. Jetzt ist der Umgang für ein halbes Jahr ausgeschlossen und das ist natürlich total unverständlich, weil das Gericht hat sonst immer im Schreiben und auch im Verfahren, eigentlich alle Verfahrensbeteiligte haben immer betont, wie wichtig der Umgang für meine Tochter ist mit ihrem Vater. Und jetzt das sogenannte Kindeswohl. Ja, Jetzt ist was heißt denn von, lass uns vielleicht so Schritt für Schritt, weil das ist ganz normal, ja, das erlebe ich oft, dass halt Väter oder auch Mütter, mit denen ich spreche, dann tief in ihre Geschichte gleich einsteigen. Das ist halt für die, die neu dabei sind, dann immer schwer nachzuvollziehen. Ich finde jetzt diesen Aspekt interessant, dass von Amts wegen wohl das Gericht einen Beschluss gefasst hat, dass du deine Tochter ein halbes Jahr lang nicht sehen sollst. Aber von Amts wegen heißt doch, dass das Jugendamt oder hat irgendjemand da was beantragt oder hat der Richter selber entschieden, er will jetzt etwas entscheiden? Das Letztere trifft wohl eher zu. Es wurde von Amts wegen, also in dem Fall eigentlich ja von nicht vom Jugendamt her, sondern vom Gerichts wegen sozusagen, eigentlich ein Hauptsacheverfahren eingeleitet in Sachen Umgang. Dieser Umgangsausschluss, der ist eigentlich nur eher so eine Begleiterscheinung, ein paar einstweilige Anordnungen. Ich kann da also gar keine Beschwerde einlegen. Die dürfen maximal nur 6 Monate machen. Ist wohl deswegen gemacht worden, um damit da Ruhe einkehrt in die Sache. Auf der anderen Seite ist es so, dass es hat ein begleiteter Umgang stattgefunden im Dezember, Januar, Februar. Und danach soll die unbegleiteter Umgang wieder stattfinden. Und der hat nicht stattgefunden, weil die Mutter, als ich zum Umgang erschienen bin, hat die Mutter das Kind regelrecht vorgeführt, hat gesagt, sag, dass du sagen sollst, sag, ich will nicht mitgehen oder sag, geh weg und sag dem Kind regelrecht vor, was es zu sagen hat.
Und meine Tochter freut sich natürlich, den Papa zu sehen, aber es ist natürlich schlimm. Und wenn das Kind mit ansehen muss, wie der Papa zwar da ist, ja, und sie abholen will, um mit ihr Zeit zu verbringen, aber die Mutter, dagegen kommt sie einfach nicht an. Ja. Und die Mutter läuft dann weg und zeigt mir noch einen Vogel und entgegnet mir aggressiv, hast du nicht gehört, die sagt weg, oder sie hat gesagt, sie will nicht. Und insofern ist es eigentlich, wollte ich sowieso schon ans Jugendamt rantreten und auch ans Gericht, weil ich mich eigentlich gar nicht an dieser seelischen Misshandlung meiner eigenen Tochter gegenüber da beteiligen will, weil die Umgänge finden auf diese Art sowieso nicht statt. Ja, es funktioniert einfach nicht. Ich war jahrelang vor verschlossenen Haustüre, habe geklingelt und niemand hat aufgemacht. Dann ist plötzlich jetzt in letzter Zeit die Mutter dann, wobei das jetzt auch schon wieder Monate her ist, die Mutter immer runtergekommen und hat das Kind vorgeführt und ist dann weggelaufen, hat mir einen Vogel gezeigt und ist einfach weggegangen, hat sie hinter sich hergezogen. Mhm. Und du bist aber derjenige, der nur noch begleiteten Umgang hat. Das heißt doch, dass du ja irgendwas Schlimmes hast begangen, dass es da jetzt ein Gericht gibt, das sagt, dieser Vater darf seine Tochter nur noch sehen, wenn jemand anderes dabei ist und auf den Vater aufpasst. Ja, also diesen begleiteten Umgang habe ich jetzt schon zum dritten Mal gemacht. Beim ersten Mal hat sich gezeigt, dass meine Tochter eben gerne beim Umgang ist. Dann hat man... Aber Peter, was ist die Grundlage für den Beschluss zum begleiteten Umgang? Weil einfach die Mutter wohl Angst hat und Befürchtungen hat gegenüber mir. Sie will einfach das Kind nicht mit mir alleine lassen anscheinend. Okay, und warum? Was hast du verbrochen? Was hast du getan? Nichts, eben nichts. Und es gibt also überhaupt nicht, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Und trotzdem. Okay, ich frage nochmal nach, weil es geht ja darum, was so ein Gericht beschließt, was tatsächlich war und wie die Außenwirkung ist. Und viele, die das selber nicht erlebt haben vor Gericht, wie es da in Familiengericht zugeht, werden sagen, na, es wird schon seinen Grund haben, warum ein deutsches Gericht sowas beschließt, denn wir sind ja in einem demokratischen Rechtssystem. Ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist aber dennoch so, dass es sind Befürchtungen gekommen von meiner Ex-Frau, von der Mutter unserer Tochter. Die sind aber alle nicht konkretisiert worden. Sie hat zum Beispiel mal gemeint, das Kind hätte mal einen komischen Geruch gehabt, nachdem sie von mir vom Umgang zurückgekommen ist. Und dann gab es gewisse Befürchtungen, die aber alle nicht konkretisiert wurden. Aber du hast natürlich recht, wenn ich gegenüber Kollegen oder anderen sage, ja, ich mache begleiteten Umgang, dann denken die mit Sicherheit immer, ja, warum, was ist denn mit dem los? Und man ist tatsächlich, man ist da und hat eine Begleitperson. Und man muss sich wirklich fragen, wieso wird man hier eigentlich beobachtet? Und man wird da schon irgendwie so stigmatisiert und in diese Rolle gebracht als jemand, den man mit seinem Kind nicht allein lassen kann. Ja? Das ist also ein Zustand, der ist unerträglich. Ja? Und der ist auch nicht gut für meine Tochter. Und ich habe jetzt auch wieder erlebt, nachdem nochmal begleitete Umgänge angeordnet wurden, das hat das Oberlandesgericht gemacht in einem Verfahren, wo es eigentlich ums Aufenthaltsbestimmungsrecht ging. Und anstatt über diese elterliche Sorge, über das ABR, dann im Gericht darüber dazu reden, über dieses Thema, wurde angesprochen, es wurden nämlich Hafttage verhängt gegen die Mutter, weil diese Ordnungsmittel, die ich eingelegt habe aufgrund der Umgangsverweigerung, die haben dafür gesorgt, dass Ordnungshaft ausgesprochen wurde gegen die umgangsverweigernde Mutter. Aber die werden einfach nicht vollstreckt. Und da hat man mich gefragt, ja, wollen Sie denn Ihre Ordnungsmittelanträge nicht zurückziehen? Ich habe dann gemeint, ja, wenn sich die Mutter an Recht und Gesetz hält und die Umgänge erlaubt, dann hat sie auch nichts zu befürchten. Wenn ich mich falsch frage, muss ich auch nicht ansammeln Knöllchen. Lass uns darauf gleich nochmal zurückgehen. Du hast ja über den begleitenden Umgang gesprochen, hast gemeint, du warst vom Oberlandesgericht und dort sollte es um das Aufenthaltsbestimmungsrecht gehen, aber das Oberlandesgericht hat dann auch nochmal den begleitenden Umgang verhängt oder bestätigt.
Richtig, die haben meine Anwältin eingeschüchtert. Meine Anwältin wiederum, die hat wenige Stunden, ich glaube 3 Stunden vor Verhandlungsbeginn hat sie mich angerufen, hat gesagt, die werden Ihnen das ABR nicht geben. Die haben gemeint, ich solle meinen Antrag zurückziehen und wollten das schon alles abblasen. Ich habe gesagt, das werde ich auf keinen Fall machen, aber ich bin derart eingeschüchtert worden, auch im Termin, dass man mir angeraten hat, meine Beschwerde zurückzuziehen. Und die haben dann diesen begleiteten Umgang, obwohl es gar nicht vom Umgang ging, haben die dann eben per, ja, wie nennt man das doch mal, gerichtlich gebilligt. Und insofern kam der vom OLG. Und die haben auch jetzt dann gefragt, ob denn die begleiteten Umgänge, wie die denn verlaufen sind, ob die gut geklappt haben und vor allem, ob danach die Unbegleiteten wieder funktioniert haben. Mhm. Und da muss also man dann auch sagen, nein, haben die nicht. Und da haben die sich natürlich gewundert, weil offensichtlich wollten sie das Verhalten von der Mutter abhängig machen, ob die Ordnungshaft vollstreckt wird oder nicht. So kam es mir mal zumindest vor. Also nochmal zum begleitenden Umgang. Das Oberlandesgericht hat deine Beschwerde zugelassen, hat dann aber 3 Stunden vor dem Termin gewollt, dass du den Antrag zurückziehst. Ja, so ist es. Aber warum lässt es dann die Beschwerde zu, wenn es 3 Stunden vor dem Verhandlungstermin will, dass du die zurückziehst? Die Beschwerde habe ich schon eingelegt, nachdem erstgerichtlich das ABR abgelehnt wurde. Mhm. Das war ja auch ein Unding. Das Erstgericht hat immer gesagt, wenn die Mutter weiterhin die Umgänge vereitelt, muss über die elterliche Sorge neu nachgedacht werden. Also, weil sie das gemacht hat, blieb mir nichts anderes übrig, als das Aufenthaltsbestimmungsrecht für mich zu beantragen. Eigentlich im Sinne des Gerichts. Wurde das aber erstinstanzlich dennoch abgelehnt. Und dann habe ich Beschwerde eingelegt, dass dieses Rechtsmittel war natürlich da zulässig. Und es war eben kurz vor dem Termin, kurz vor dem Beschwerdetermin, dass man sich, man hat es so ausgelegt, man hätte sich besprochen, also der Senat am OLG. Und das wäre normal, dass man sich da bespricht. Aber es war weder im Termin ein Jugendamt zugegen, was eigentlich zwingend erforderlich ist in familiengerichtlichen Terminen. Und es ist auch eben diese Einschüchterung passiert und es ist nicht über die eigene Thematik elterliche Sorge entschieden worden, sondern eben plötzlich über das Umgangsrecht. Okay, und welches Landesgericht war das? Es war das Oberlandesgericht, war und ist das Oberlandesgericht Nürnberg. Nürnberg, okay. Ja. Und jetzt hast du gesagt, dass es da auch eine Entscheidung gab, was Ordnungshaft angeht. Es wurden Ordnungshaftbeschlüsse gegen die Mutter verhängt, das ist richtig. Und zwar 59 an der Zahl bislang. Also das heißt, die Mutter hätte 59 Mal eine Haft absitzen sollen, weil sie den Umgang deiner Tochter mit ihrem Vater boykottiert hat. So ist es ja. Gesagt wurde mir, 2 Tage wären schon vollstreckt worden. Ich weiß aber allerdings nicht, wo meine Tochter in dieser Zeit eigentlich überhaupt war. Aber du weißt, dass ihre Mutter im Gefängnis war für 2 Tage. Das hat mir das Jugendamt so gesagt und auch ein OLG-Richter. Mhm. Und hat dann eben in diesem Termin gesagt, ja, schauen Sie, die Mutter war ja schon, hat es wirklich so gesagt, 2 Tage im Knast und es hilft ja alles nichts. Sie ist, da habe ich gesagt, ja, sorry, wenn sie sich an Rechnung des jetzt halten würde, dann hätte sie da nichts zu befürchten. Da sagt der Richter, ja, mei, sie ist halt mal eine unvernünftige Person. Da muss ich natürlich dann schon fragen, ob dem Recht und Gesetz nur für vernünftige Personen gelten. Und da kam halt nur ein Achselzucken. Ja. Okay, das ist jetzt was, was äußerst skurril auf mich wirkt, dass einer Mutter 59 Mal nicht nur die Haft angedroht wird, sondern es einen Beschluss gibt, dass sie die Haft anzutreten hat. Es gibt einen sogenannten Ordnungshaftbeschluss und dagegen gibt es noch eine Notfrist von 2 Wochen. So steht es drauf. Ich habe das ja zugestellt bekommen, auch weil ich der Antragsteller war und bin. Und in dieser Notfrist kann man wohl nochmal Beschwerde einlegen, wenn man der Meinung ist, man hätte das nicht zu vertreten. Und leider sind mir diese Beschwerden
ist mir, glaube ich, nur eine einzige zugestellt worden und die anderen alle nicht. Ja, eigentlich müsste ich als Antragsteller diese Beschwerden auch bekommen. Überhaupt, um welches Gericht geht es da? Das ist, also eigentlich ist es das Erstgericht. Also das Amtsgericht auch in Nürnberg? Das Amtsgericht, das Familiengericht Nürnberg, ja. Da habe ich die Ordnungsmittelanträge gestellt. Da okay. muss ich immer wieder nachhelfen mit Beschleunigungsrügen, weil da einfach nichts passiert ist. Die haben einfach nicht beschlossen. Zum Teil ist dann da auch nichts passiert in der Einmonatsfrist und ich musste Beschleunigungsbeschwerden einreichen. Und zum Teil ist da auch beim OLG nichts passiert. Also das sind auch immer noch Ordnungsmittelanträge, die ich gestellt habe, schon eigentlich, die sind schon über ein Jahr alt und es wird einfach nicht beschlossen. Also normalerweise wären das noch mehr wie 59. Also es gab 59 einzelne Beschlüsse zur Ordnungshaft. Also das sind Beschlüsse, dass die Mutter deines Kindes tatsächlich ins Gefängnis gehen muss. Ja, es ist, in dem Beschluss sind auch natürlich mal 7 oder je nachdem 5 oder 3 mehrere Tage zusammengefasst worden. Okay, das heißt, es sind insgesamt müsste sie für 59 Tage ins Gefängnis und 2 davon war sie anscheinend schon im Gefängnis. So ist es ja, richtig. Okay, und jetzt das Amtsgericht Nürnberg fängt also 59 Tage Haft für eine Mutter, weil sie der Tochter den Vater vorenthält, dann verstehe ich nicht, warum du seit März deine Tochter nicht mehr sehen darfst und warum du begleiteten Umgang hast. Begleiteter Umgang ist, wie gesagt, schon vorbei. Und dazu muss ich noch sagen, nachdem dann die Mutter die Unbegleiteten schon wieder verweigert hatte, wollte man dann jetzt schon wieder vom Gericht her, ob ich nicht wieder begleitete Umgänge machen kann. Ich habe sogar einen Vermerk bekommen, also das sogenannte Protokoll, von einem Anhörungstermin, den ich beantragt habe, weil es ist das einzige Rechtsmittel bei einer einstweiligen Anordnung. Eine Beschwerde geht da nicht. Und da habe ich natürlich eine mündliche Verhandlung beantragt und habe da eben vorgesprochen und gesagt, ja, es muss eigentlich in dieser Zeit, 6 Monate ist lang für ein Kind, da muss etwas getan werden gegen Entfremdung. Mein Kind, die wundert sich mit Sicherheit, warum kommt denn der Papa samstags nicht mehr? Und das wollte ich alles ansprechen. Aber dann hat man seitens des Beistands meiner Tochter und auch vom Jugendamt hieß es plötzlich, dass neue Mittel frei würden und man nochmal begleiteten Umgang untersuchen könnte. Und mein Anwalt hat dann gesagt, wir machen mal eine Pause und besprechen uns. Und er hat mir dann gesagt, Sie müssen sich auf nichts einlassen, aber wir sollten für alles offen sein. Wichtig wäre vor allem, dass ich mein Kind wieder sehen würde. Ja, und das ist, deswegen ist man auch, greift man jeden Strohhalm und ist eben auch in begleitenden Umgängen froh, nur damit man sein Kind überhaupt sieht. Ja. Und es ist aber so, die sogenannte gemeinnützige GmbH, die diese im Auftrag des Jugendamts diese begleitenden Umgänge durchgeführt hat, mit der Gesellschaft habe ich telefoniert und da hat man mir gesagt, weitere begleitete Umgänge machen keinen Sinn, denn die begleitenden Umgänge haben, und jetzt kommt eigentlich der wahre Grund, die dienen einer Kontaktanbahnung. Also wenn Kontakt schon länger nicht mehr stattgefunden hat, dienen die einer Kontaktanbahnung und die ist bei ihnen schon längst erreicht worden. Und das habe ich dann natürlich dem Gericht geschrieben. Und das Verrückte war, dass jetzt eigentlich fast schon unverschämt, nach über 2 Monaten, genau 2 Monate und 10 Tage, hat es gedauert, bis wir das Protokoll bekommen haben. Und dann steht da auch noch in dem Protokoll drin, was überhaupt nicht wahr ist, die Eltern haben sich auf dauerhaften begleiteten Umgang festgelegt oder eingelassen. Okay, das sofort. Meinem Anwalt gesagt, da müssen wir widersprechen. Ja. Also ich weise dich hier zwischendrin noch darauf hin, dass es natürlich alles deine Meinung ist. Wir können nicht überprüfen, was du uns erzählst und ob es der Wahrheit entspricht, ob es so in den Gerichtsakten steht und so weiter. Natürlich recherchieren wir da gern dann weiter über die Freifam-Website, wenn wir da weitere Informationen bekommen. Jetzt zurück zu dem, was du gesagt hast. Es gibt ja das Beschleunigungsgebot in Umgangs- und Sorgerechtssachen. Ja.
Und 2 Monate und 10 Tage hört sich nicht nach Beschleunigung an, weil ich glaube, es muss innerhalb von 4 Wochen sein, soweit ich weiß. Ja, also es ist im Allgemeinen irgendwie da leider in Nürnberg so, dass da, wie gesagt, auch Ordnungsmittelanträge werden liegen gelassen, wochenlang. Eigentlich passiert da gar nichts. Zum Beispiel im Jahr 2015 sind quasi jeder Samstag, ich habe da ja diese samstäglichen unbegleiteten Umgänge, jeden Samstag vom Januar bis zum Dezember bin ich vor einer verschlossenen Türe gestanden, habe auch Ordnungsmittelanträge gestellt, um dann im Jahr darauf, im Jahr 2016, im Frühjahr, ein Schreiben vom Gericht zu bekommen, ja, es würde keinen Sinn mehr machen, Ordnungsgeld zu verhängen, denn die Mutter hätte kein Geld und auch, das wäre jetzt viel zu lange her, als dass es noch Sinn machen würde. Also, wenn man nochmal die 52 Wochen im Jahr 2015 noch dazu zählt, dann kann man sich vielleicht ausrechnen, dann sind es schon circa, ja, man kann sagen, so über 100, 110, 100, 115 Ordnungshafttage wären das dann eigentlich schon. Also es gibt ja den Paragraphen 1684 im BGB, ja, wo ja drinsteht, dass ein Kind Recht auf Umgang mit beiden Eltern hat. Ja, und in dem Umgangsbeschluss, den ich bekommen habe von diesem Gericht, da bezieht man sich genau auf diesen Paragraphen 1684 BGB. Da steht drin, der Vater hat nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht zum Umgang. Und deine Pflicht nimmst du ja insofern wahr, weil du immer wieder Anträge stellst, immer wieder Ordnungsmittel versuchst zu bekommen, damit deine Tochter ihr Recht bekommt. Es geht ja hier nicht nur in Anführungsstrichen darum, dass hier anscheinend du dein Recht nicht bekommst, sondern deine Tochter bekommt es auch nicht. Richtig, ja, der 1684 ist eigentlich ein Paragraph für das Kind. Ja, das Kind, eigentlich kann man auch das Grundgesetz Artikel 6 hernehmen, Absatz 2. Da heißt es ja, die oberste Pflicht der Eltern ist die Betreuung und Erziehung der Kinder. Insofern biete ich da eigentlich immer an, auch Naturalunterhalt zu leisten. Es wird eigentlich im Grunde nur mein Barunterhalt genommen und der Naturalunterhalt sozusagen, da ist man eigentlich seitens der Mutter im Annahmeverzug auch, muss man ganz offen so sagen. Jetzt erklär mir bitte nochmal, weil mir erscheint es völlig absurd, dass eine Mutter zu 59 Tagen Haft in Anführungsstrichen verurteilt wird, weil es gibt ja keine Urteile an Familiengerichten. Du weißt nicht, ja, ob sie da Einspruch eingelegt hat innerhalb dieser 2 Wochen, was auch schon wieder... Hat sie anscheinend Beschwerde eingelegt. Deswegen hat es das Erstgericht... Entschuldigung, wenn ich da kurz unterbreche. Ja, klar. Ich will es noch klarstellen. Deswegen hat das Erstgericht mir geschrieben, es wird zur endgültigen Entscheidung dem OLG vorliegen. Da liegt es jetzt auch schon wieder monatelang. Okay, die Entscheidung, ob die Ordnungshaft zu vollstrecken ist. Ja. Und da liegt es seit Monaten. Und es gibt ein Beschleunigungsgebot. Und also gehen wir mal mit dem normalen Menschenverstand an die Sache ran. Offensichtlich hat die Mutter deiner Tochter mehrmals, sehr häufig, würde ich sogar sagen, den Umgang deiner Tochter mit ihrem Vater verhindert. Auf der einen Seite, ja, und auf der anderen Seite wird dir für 6 Monate der Umgang mit dem Kind gerichtlich genommen. Es wird dir die Möglichkeit genommen, mit deinem Kind frei und unbeschwert Zeit zu verbringen, weil du immer im begleitenden Umgang steckst. Wie passen diese 2 Dinge zusammen? Der Umgangsausschluss, das ist also auch, weil ich das gehört habe, beziehungsweise gelesen habe, da habe ich auch gedacht, das kann doch nicht wahr sein, ja. Das ist, es leistet ja dieser Verweigerungshaltung der Mutter auch nur Vorschub. Und das Gericht sagt ja selbst, die Mutter verhält sich grob gesetzeswidrig. Steht es in dem Beschluss zu den 6 Monaten Kontakt? Ich kann Schreiben vom Gericht vorlegen, wo drin steht, das wurde zum Teil benutzt, um die Ordnungs,
Haft, die verhängt wurde, zu begründen. Da steht drin, die Mutter verhält sich grob gesetzeswidrig und respektiert die Gesetze Deutschlands nicht. Und das übrigens, obwohl sie eigentlich auch keine deutsche Staatsbürgerin ist. Okay. Was steht denn drin in diesem Beschluss zur Kontaktsperre? Warum darfst du deine Tochter 6 Monate nicht sehen? Es steht drin, dass es dem Wohl des Kindes nicht widerspricht. Also so wie früher es immer dem Wohl des Kindes entsprochen hat, wenn das der Umgang okay, stattfindet. Ja, also Wohl des Kindes, aber damit ist ja nichts erklärt. Es ist ja einfach ein Wort genannt, Wohl des Kindes, aber es muss ja begründet werden. Inwiefern ist es gut für das Wohl des Kindes? Das ist die Begründung. Nein, das habe ich ja hinterher darauf geantwortet, auf diese einstweilige Anordnung. Ich habe da selber einige Punkte an das Gericht geschrieben und habe auch da bemängelt, dass eine sogenannte Tiefenbegründung, dass die einfach fehlt. Ja. Und dass hier quasi Kind und Vater auch noch bestraft wird. Ja. Und dass das also... Okay, es wird noch mal absurder. Gehen wir noch mal eine Ebene tiefer. Das Gericht stellt fest, dass die Mutter grob Gesetze verletzt. Ich nehme an, zum Beispiel den BGB 1684. Und der Vater darf seine Tochter 6 Monate nicht sehen, weil irgendjemand Kindeswohl schreit. Und es reicht als Begründung. Ja. Okay, was, wenn wir Kindeswohl ersetzen mit grüner Wahl? Also weil es für den grünen Wahl schlecht ist, darfst du deine Tochter nicht sehen. Hätte das die gleiche rechtliche Begründungskraft? Also ich sag mal dazu so viel, dass dieser Gummibegriff Kindeswohl, der wird einfach immer angeführt. Wie gesagt, in meinem Fall war das Kind fast immer zum Kindeswohl, dass der Umgang stattfindet. Es gibt auch... Für mich macht das keinen Sinn, weil die Mutter deiner Tochter verletzt laut Gericht Gesetze. Sie verletzt deine Tochter, weil deine Tochter ihren Vater nicht sehen darf. Sie verletzt dich, weil du deine Tochter nicht sehen darfst. Und zwar psychisch. Das ist ja extrem, was die Mutter da macht. Ja. Und bei dir schreit man dann rein, wegen Kindeswohlgefährdung darf er das Kind 6 Monate nicht sehen. Worin besteht denn die Kindeswohlgefährdung? Es steht drin, dass dieser Umgangsausschluss dem Kindeswohl dient. So steht es drin. Eine genaue Begründung gibt es da nicht. Also es reicht völlig, dass das Amtsgericht in Nürnberg schreibt, unsere Entscheidung ist gut für das Kindeswohl. Und nicht mehr... Dieser Umgangsausschluss dient dem Kindeswohl. Mehr steht da nicht drin. Und dass man eben bis zu dieser Hauptsache, also nicht gut. Hauptsacheverfahren, das kommt ja noch, da weiß ich bisher nur ein Aktenzeichen. Und da ist ja bisher auch noch nichts gekommen, noch gar nichts. Und das ist schon wieder Monate her. Beschleunigtes Verfahren in Familiensachen. Das ist halt. Ich weiß nicht mehr, was ich dich fragen kann, um das zu verstehen, weil ich bin kein Jurist. Ich kann es irgendjemand erklären, warum ein Gericht einfach nur schreiben muss, wegen des Kindeswohls entscheiden wir, dass das Kind den Vater 6 Monate nicht sieht. Punkt. Das ist doch ein extremer Eingriff in euer Leben. Es ist so extrem, dass du deine Tochter 6 Monate nicht sehen darfst. Die ist 8 Jahre alt. Ja? Sie ist ein kleines Kind, das seinen Vater braucht, liebt, sehen will. Ich nehme an, deine Tochter würde dich gern sehen. Und es reicht einfach reinzuschreiben, Kindeswohl. Ein einziges Wort reicht und es wird nicht begründet. Es wird nicht begründet, dass du straffällig geworden wärst. Es wird nicht begründet, dass du deine Tochter missbraucht, misshandelt, dass du langfristig einen schlechten Einfluss auf sie hättest, was ja aber auch wieder schwer zu beweisen wäre, weil es wäre eine Projektion in die Zukunft. Steht irgendwas davon drin? Also wird begründet, warum du das Wohl deines Kindes gefährdest? Nein, das wurde ja nicht gesagt, dass ich das Wohl meines Kindes gefährde. Es wurde gesagt, dass es dem Kindeswohl dient. Okay, verstehe. Du hast ja vorhin angedeutet,
dass du vermutest, es ist, um Ruhe in die Sache zu bringen. Ja, aus diesem Grunde wird das wohl gemacht. Aha, steht aber nicht drin, das ist deine Vermutung. Das habe ich ja eben bemängelt und das habe ich ja auch im Nachhinein geschrieben. Da fehlt es an der tiefen Begründung. Und wenn, dann soll doch das Gericht bitte schreiben, weil so kann es, wie du richtig verstanden hast, so kann es jemand verstehen. Ja? Wenn jemand sagt, wenn mich jetzt jemand fragt, ja, wie schaut es denn aus jetzt derzeit mit deiner Tochter, dann erzähle ich, ja, ich habe jetzt einen 6-monatigen Umgangsausschluss. Dann kommt das, was du eingangs gesagt hast, dann denkt sich sofort jemand, ja, warum hat der Vater denn einen Umgangsausschluss? Ja, da muss aber was dran sein, der darf sein Kind nicht sehen. Und prompt reagiert auch der Rektor der Schule zum Beispiel so, ja, und tut so, als hätte ich einen Kontaktverbot, ja. Mhm. Und das ist also schon unglaublich, wie man da eigentlich gemobbt wird und von seinem Kind einfach abgeschottet wird und das ohne, dass man eigentlich sich irgendeines Verbrechens schuldig gemacht hätte oder irgendwie auch nur den Anschein gegeben hätte. Im Gegenteil, man hat ja in diesen begleitenden Umgängen, da wird ja ein Protokoll gemacht, ein Bericht und da steht drin, das Kind ist gerne gekommen zum Papa, die haben miteinander gespielt, ganz ausgelassen, da steht also positive Dinge drin. Insofern war das positiv, dass da mal jemand beobachtet hat, wie eigentlich die Umgänge da stattfinden, obwohl es leider natürlich immer sehr kurz waren. Aber meine Tochter hat immer gesagt, ja, ihr hat es gefallen und sie kommt beim nächsten Mal wieder. Und ja, aber für mich war es natürlich viel Aufwand, die ganzen Spielsachen dahin zu bringen. Das ist so ein Ort, so eine Art Kindergarten, wo man da, ich meine, meine Tochter ist schon 8, ja, ist jetzt in der 2. Klasse. Da geht man dann in die Räume vom Kindergarten rein. Aber man hat sofort gemerkt, ihr macht Spaß, rumzutoben, fangen, spielen, verstecken. Weil das ist halt auch etwas, wo ihr ein bisschen fehlt, das Action und Rumturnen und einfach mal ein bisschen rumtoben. Mhm. Von der Mutter wird sie da, sie, wir haben die Tochter eher quasi über... protektiv, ja, sie schützt sie. Protektiv und schottet sie vor allem. Das ist ja an sich auch, ja, ich sage mal, das typische Verhalten von Müttern und Väter haben eben das typische Verhalten, dass sie die Kinder auch mal Risiken eingehen lassen, was ja eine gute Verbindung ist, ja. Also genau deshalb sollte ja das Gericht schauen, dass ein Kind beide Eltern hat. Jetzt, ich versuche es immer noch zu verstehen, also du hast ja eine Vermutung geäußert, es ist, um Ruhe in die Sache reinzubringen. Aber du weißt es ja nicht, weil es im Beschluss nicht begründet ist. Was könnte ich noch fragen, damit es Sinn macht? Also was, wenn ich eine Sache noch sagen darf, was mich schon geschockt hat, ist, dass jetzt in dem Protokoll kommt. Das Gericht hat eigentlich selbst gesagt, weitere begleitete Umgänge können nicht durchgeführt werden, weil sie vom OLG die Information bekommen haben, dass sind keine Gelder mehr da. Es geht aber eigentlich eher darum, dass es überhaupt keinen Sinn mehr macht. Das, wie gesagt, man hat selbst gesagt, die Kontaktanbahnung, die hat stattgefunden. Es gibt keinen Grund mehr, begleitete Umgänge zu machen, sondern unbegleitete Umgänge, die sollten wieder durchgeführt werden. Die, da habe ich ein Recht darauf, meine Tochter eben auch, aber die Mutter verhindert diese eben. Ja. Und tut so, als würde die Tochter nicht wollen und beeinflusst sie aber massiv in ihrem Willen, indem sie sagt, zack, geh weg oder sag, ich will nicht. Und dann sagt sie sofort, na, hast du nicht gehört? Und sie hat gesagt, sie will nicht. Und dann wird sie einfach weggeschleift. Ja. Und dann meine Tochter, während sie das gesagt hat, ich will nicht oder geh weg, die guckt ihren Papa nicht an, weil das ist wie, wenn sie ihren eigenen Papa verraten müsste. Sie guckt dann auf den Boden und sagt das in einer nicht kindgerechten Sprache, geh weg. Und redet einfach nach, was ihr die Mutter vorsagt. Und das ist so schlimm, finde ich, dass man die Mutter, die merkt gar nicht, was sie ihrem Kind da antut. Sie beeinflusst das Kind in ihrem Willen und es gibt ja auch vom Gericht schon Gutachten, das habe ich denen dann auch mit reingeschrieben, wo drin steht, dass die Sachverständige hat gesagt,
Da ist zum Beispiel ein Satz, da steht drin, gegen einen Umgangsausschluss des Vaters spricht schon alleine der Wille des Kindes, die Umgänge mit dem Vater haben zu wollen. Hm. Und da stehen auch noch ganz andere Sachen drin, mit bestimmten Tests, so, die man gemacht hat, als meine Tochter mal wirklich nicht nur wochenlang, sondern monatelang keinen Umgang mehr hatte, wurde sie gefragt, ja, wie ist es denn, wenn du jetzt schon so lange nicht mehr am Samstag bei deinem Papa warst? Dann hat sie das Sachverständigen widersprochen und hat gesagt, doch, ich bin jeden Samstag bei meinem Papa. Und das ist natürlich etwas, das einem sehr traurig macht, ja, dass man das Kind so weit treibt, dass es ihren Vater in der Fantasie besuchen muss. Und ich frage mich, was machen die da für ein Psycho-Experiment in Nürnberg, diese Gerichte, mit meiner Tochter? Das ist also einfach unverzeihlich, was da passiert. Und ich hoffe, dass, ich weiß nicht, was ich noch tun kann. Ja? Also es ist sehr schwierig. Ich habe ja schon alles versucht. Ja? Und dann mit dieser Einschüchterung noch meine Beschwerde zurückzuziehen, es wäre im Grunde meine Eintrittskarte auch gewesen beim Verfassungsgericht. Ja? Weil es wird ja hier Artikel 6 Grundgesetz ganz vehement verletzt, nämlich das Recht, ein Naturrecht ist es ja, kein menschengemachtes Recht, sondern ein Naturrecht, das natürliche Recht von Eltern, sich um ihre Kinder zu kümmern, um sie zu erziehen auch. Und wenn ich jetzt, wie gesagt, hier sehe, wo ich jetzt gerade im Urlaub bin, wie die Kinder, die lernen surfen, die lernen segeln, die sind mit ihren Papas unterwegs, mit Mamas oder auch eben mit gesamten Familien. Und ich muss hier sitzen und habe jetzt gestern eine Postkarte geschrieben an meine Tochter. Die Mutter hat gesagt, die braucht sie nicht, die schmeißt sie weg. Und ich darf ja noch nicht mal telefonieren mit meinem Kind. Ich habe das im Gericht auch geschrieben, habe gesagt, in diesen 6 Monaten, Umgangsausschluss, richte das ein. Ich hab keinen Antrag gestellt, habe einfach nur darum gebeten, dass ich in der Zeit mit meiner Tochter wenigstens einmal in der Woche telefonieren kann und dass ich ihr schreiben kann, einen Brief oder eine Postkarte, sodass sie mir auch antworten kann. Und ihre Lehrerin hat gemeint, sie ist zwar gut in der Schule, aber sie bräuchte jemanden, wo das Gelernte mit ihr übt. Und das kann die Mutter leider selbst nicht leisten, weil sie selber sehr schlecht Deutsch spricht, immer noch, obwohl sie schon seit 2001 eigentlich zum ersten Mal in Deutschland war. Okay, und das ist natürlich auch schade, wenn ich an meine Tochter denke. Sie hat einen hohen IQ. Ich habe jetzt das Zeugnis auch bekommen, eine Zweitabschrift. Also ihr Papa ist, ich bin Informatiker und auch ansonsten, sie hat einen hohen IQ, aber zum Teil könnten die Noten besser sein, muss ich schon sagen. Und das fällt einfach da, sie wird zu wenig gefördert. Und das du ist hast das von, ja, danke, dass du das geschildert hast, du hast von einem Psychoexperiment gesprochen. Glaubst du, das ist ein bewusstes Vorgehen der Gerichte oder denkst du, da ist denen gar nicht klar, was die da anrichten? Also wenn man die Gutachten sorgfältig durchliest, die von dem Gericht selbst in Auftrag gegeben wurden, dann muss man sehen, dass an einigen Stellen drin steht, dass es zum Beispiel, dass die Tochter muss eigene Erfahrungen mit dem Vater sammeln, da ansonsten sie ein verzerrtes Bild bekommt. Ja? Wenn die Erfahrung, die Mutter kann einfach nicht trennen zwischen dieser Beziehungsebene, die zu Ende ist, und zwischen der Elternebene, die halt ein Leben lang weitergeht. Da kann sie nicht trennen. Und es ist eben so, dass du fragst, ob die das bewusst machen. Ich denke eigentlich eher nicht, ob die Richter wirklich die Gutachten von vorne bis hinten durchlesen, glaube ich eher nicht. Die lesen eigentlich immer eher das, was am Ende steht, die Empfehlungen. Und obwohl eigentlich die Gutachten vom Inhalt her zwar ein paar Formfehler haben und Literatur zum Beispiel ist nicht aufgeführt, aber im Grunde sind viele Dinge gut beobachtet worden, eigentlich relativ neutral, auch meist wiedergegeben worden, aber am Ende passt dann einfach die Empfehlung, die dem Gericht gegeben wird, nicht. Weil da steht zum Ersten, die gemeinsame elterliche Sorge soll bestehen bleiben, aber die wird ja
mehr oder weniger, die wird mir ja auch von der Mutter nicht eingeräumt. Ja? Die geht ja alleine zum Arzt, meldet es alleine im Kindergarten an, meldet es alleine in der Schule an oder ab. Da kriege ich überhaupt nichts davon mit. Also diese gemeinsame Sorge soll bestehen bleiben. Gott sei Dank aber auch steht mit drin, dass sie auf keinen Fall umgekehrt der Mutter gegeben werden darf, weil ansonsten zu befürchten ist, dass sie mit dem Kind auch sich könnte ins Ausland absetzen. Das hat sie schon mal so in der Zeit, wo wir uns getrennt hatten, 2011. Und das Zweite, was eben dann empfohlen wurde, dass das Kind mit dem Vater viel Umgang haben soll. Das steht dann drin, das wurde dem Gericht empfohlen. Und was haben sie jetzt gemacht? Jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin waren. Genau das Gegenteil machen sie. Ihr eigenes Gutachten, sie setzen die eigenen Empfehlungen Ich kenne mehrere Gutachten, weil über die Freifarm-Website werde ich halt öfter kontaktiert und auch anonym werden mir Gutachten zugeschickt. Und die meisten Gutachten orientieren sich an dem, was das Gericht bei dir eben macht, ja, dass der Vater stückweise aus dem Leben des Kindes entfernt wird. Und du hast da, wie es aussieht, einen guten Gutachter oder eine gute Gutachterin gehabt. Und trotzdem macht das Gericht eben das, was die meisten Gerichte in Deutschland machen. Und das ist von dem, was ich jetzt von dir gehört habe und auch von vielen anderen, das typische Vorgehen. Der Vater soll zermürbt werden, soll stückweise aus dem Leben des Kindes entfernt werden. Der Vater ist nur noch Störfaktor das Kind wird erst seine Ruhe haben, ja, wenn die Mutter ihre Ruhe hat. Und natürlich, es trifft auch Väter. Es gibt auch, es trifft auch Mütter, weil es gibt Väter, die manchmal eben auf der Seite stehen, wo die Mütter stehen, ja, dass die Gerichte sagen, na gut, der Mutter wollen wir das Kind nicht geben. Aber was es eben nicht gibt in Deutschland oder was du mit einer großen Lupe suchen musst, ich habe es bisher noch nicht gefunden, dass ein Gericht sagt, das Kind soll bei beiden Eltern sein, wie es im Artikel 6 drinsteht und im BGB 1684 und so weiter. Es gibt genug Gesetze, die genau dieses sagen, aber die Gerichte in Deutschland scheinen nach wie vor einer Idee anzuhängen, dass ein Kind nach der Trennung hauptsächlich bei einem Elternteil sein soll. Und in Deutschland sind das eben mehrheitlich die Mütter. Jetzt habe ich mal hier so meine Einschätzung zum Besten gegeben. Was denkst du dazu? Ja, also um das mal aufzugreifen, man hat es tatsächlich begründet, dass man eben, gerade weil ich ja dieses Aufenthaltsbestimmungsrecht beantragt habe, allerdings nur, ich habe immer gesagt, das Kind kann gerne bei der Mutter wohnen, weil sie hat auch noch zwei Halbgeschwister. Und da hat man immer gesagt, ja, man kann das Kind nicht rausreißen aus diesem, aus dieser Kontinuität, aus diesem, da hat sie, das ist eben ihre Heimat, das ist ihr Zuhause, die Mutter und die Geschwister, und sie da rauszureißen, das wäre ein nicht zu überwindendes Trauma für das Kind. Und da habe ich eben schon auch andere Urteile gelesen. Da hat das Gericht bzw. OLG anders entschieden. Die haben gesagt, es ist zwar kurzfristig für das Kind eine Belastung, den Haushalt, den mütterlichen Haushalt zu wechseln und zum Vater zu gehen, aber das wäre immerhin nur für eine kurze Zeit. Es ist viel, viel schlimmer, wenn das Kind ein Leben lang unter einem Vaterverlust zu leiden hat. Und man weiß es auch, das habe ich auch schon oft gelesen, dass für ein Kind ist es viel, viel schlimmer, wenn es quasi einen Vater auf diese Art verliert, dass sie quasi von ihm abgekoppelt wird und der Zugang verwehrt wird. Das ist schlimmer wie der Tod eines Elternteils. Und die Gerichte, warum die dem nicht entgegenwirken, ich weiß es auch nicht. Es steht auch drin zum Teil in den Beschlüssen, dass sich die Mutter wie man weiter entscheiden wird, die Mutter muss sich daran messen lassen, ob sie kooperativ ist und ob sie sich helfen lässt. Ja, das tut sie aber nicht, im Gegenteil. Und das Schlimme ist ja, wenn jetzt gerade dieser Umgangsausschluss wieder, das ist dann...
da fühlt sie sich dann im Recht, ja, da fühlt sie sich im Recht und meint, ja, sie muss ihr Kind beschützen und das Kind gehört zu ihrer Mutter und zum Teil werde ich da auch beschimpft, obwohl ich mir nicht zu Schulden kommen lassen habe. Mhm. Ja. Sie hat zum Teil hat sie auch schon Dinge gebracht, wie dass ich den bösen Blick hätte zum Beispiel. Sowas ist auch mal bei einem Hausbesuch vom Jugendamt gesagt worden. Ihre Ex-Frau hat gesagt, die Umgangspflegerin und auch das Kind kann nicht geschützt werden, weil sie den bösen Blick haben. Also diese Sachen wow. sind auch... Das ist ja, das erinnert also, an das Mittelalter. Sie muss ihr Kind beschützen und dann, als er dann nicht mehr damit weitergekommen ist, als es auch widerlegt war einfach, ja, dass ich meinem Kind was getan habe, da ist man dann plötzlich mit dem bösen Blick gekommen. Das ist dann aber auch schnell unter den Teppich gekehrt worden, weil ihr die Leute wahrscheinlich gesagt haben, hey, hör auf damit sonst, weil hier in unseren Gefilden ist sowas völlig daneben. Dann hat das aufgehört und jetzt ist wieder die neue Strategie, die jüngste ist eben, den Kindeswillen quasi vorzuschieben und so zu tun, als wolle das Kind. Ja, das ist ja auch ein Klassiker, das kommt auch so oft vor, dass das Kind so lange bearbeitet wird, bis es den Willen der Mutter als seinen eigenen ausgibt. Ja. Und das ist ja dann das psychologisch Schlimme, was da passiert. Das ist ja dieses Parent Alienation Syndrom. Und sie hat auch mal geschrieben, ja, der Umgang tut ihr nicht gut, denn wenn sie von dem Umgang zurückkommt, wäre sie so ruhig. Und man braucht da ja wirklich kein Psychologe zu sein, um sich vorstellen zu können, dass wenn das Kind jetzt eine gute Zeit hat und das hat auch die Umgangspflegschaft geschrieben, die ist beim Vater wie ausgewechselt, ist nicht zu bremsen in ihrer Aktivität. Das ist also alles positiv geschrieben worden. Und wenn sie natürlich dann heimkommt zur Mutter, die weiß natürlich genau, sie kann ihrer Mutter gar nicht sagen, hey Mama, heute war mein Papa war sehr total toll. Ja. Das weiß sie ja genau, wenn sie sowas sagen würde, dann wäre die Mutter nicht erfreut drüber, sondern eher verärgert, weil die Mutter sowas gar nicht hören will. Und deswegen ist sie da ruhig, das ist ja ganz klar. Und da braucht man kein Psychologe dazu sein. Ja, okay. Was denkst du, wie es deiner Tochter damit geht? Das ist eben das Schlimme. Ich weiß es eben gar nicht. Ich habe jetzt das letzte Mal an ihrem Namenstag angerufen und wollte ihr gratulieren. Dann war ihre Mutter dran und hat gleich aggressiv reagiert. Ah, was willst du? Und dann habe ich gesagt, unsere Tochter hat doch heute einen Namenstag. Ich wollte ihr einfach gratulieren. Und dann hat sie es wohl im Hintergrund gehört. Und dann habe ich bloß gehört, Papa. Also irgendwie hat sie wohl gemerkt, dass ich angerufen hatte. Und dann hat sie gesagt, nein, sie will nicht. Obwohl sie gar nicht mit ihr geredet hat. Ja, sie hat überhaupt nicht mit unserer Tochter geredet. Hat gleich gesagt, nein, sie will nicht. Und überhaupt, ich soll nicht mehr anrufen. Und dann habe ich ein bisschen Gemurmel gehört und dann plötzlich einfach aufgelegt. Das ist also auch... unmöglich. Ich würde mein Kind so nie erziehen. Und wenn du dich jetzt in deine Tochter einfühlst, was glaubst du, wie fühlt sie sich? Ich glaube, sie fühlt sich nicht gut. Sie fühlt sich, wenn sie schon sagt, ich bin jeden Samstag bei meinem Papa, sie fühlt sich einfach, da ist etwas Komisches, was da in ihr vorgeht. Als sie jünger war, hat sie mal über die Sachverständige im Gutachten ein sogenanntes Schlosszeichenverfahren, einen Test mitmachen müssen. Und da hat sie ja auch was sehr Erstaunliches gesagt. Und das beantwortet vielleicht auch die Frage, wie sie sich fühlt. Sie war da zwar damals erst 4, aber sie wurde gefragt, man hat ein Schloss gemalt. Und dann wurde sie gefragt, so, wenn du jetzt in dem Schloss, wenn es dein Schloss jetzt wäre, und du würdest da drin wohnen, wer soll denn da noch mit dir drin wohnen? Und dann hat sie auf Anhieb gesagt, der Papa und dann noch mein Bruder, mein älterer Bruder, den sie überhaupt noch nie gesehen hat. Aber sie weiß, dass der auch Kinder hat. Und sonst niemand, hat sie gemeint. Und die Sachverständige hat sich da natürlich total gut gewundert und hat dann gemeint, ja, und wo wohnen dann deine Mama und deine Halbgeschwister, dein Bruder und deine Schwester? Dann hat sie doch tatsächlich geantwortet, die übernachten im Wald. Interessant.
Und wie fühlst du dich damit? Also bei denen, wo sie jeden Tag, wo man sie nicht rausreißen kann, weil es sonst ein Trauma für das Kind anscheinend wäre, die übernachten im Wald. Ja, also, der Wald ist ja immer die Dunkelheit und der in den Märchen dunkel, böser Ort, wo eben... Für mich bedeutet es irgendwie, dass sie bestimmt irgendwie merkt, dass sie, wie soll ich sagen, da irgendwie von der Mutter und mittlerweile leider jetzt auch über meine Stiefkinder, die früher eigentlich immer Daddy zu mir gesagt haben, die grüßen mich jetzt noch nicht mal. Also die Mutter hat es geschafft, den Kontakt quasi zu, nicht vielleicht ganz zu zerstören, aber doch zu unterbinden und auch meine Stiefkinder, die sagen heute noch nicht mal mehr Hallo zu mir. Also die hat sie auch irgendwie vor mir entfremdet und oder von mir entfremdet. Und ich denke, dass damals das Kind hat, weiß es schon und merkt es schon. Ja. Schlimm ist natürlich, dass jetzt sind wir wieder bei den PAS, dass wahrscheinlich das Kind irgendwann mal Angst kriegt, quasi den einen Elternteil eben auch noch zu verlieren und somit eigentlich oder auch aufgrund des Drucks, ja. Wenn ihr gesagt wird, sagt, ich will nicht mitgehen, dann ist sie vielleicht einfach noch zu jung, um ihrer Mutter zu widersprechen und sagen, doch, ich will jetzt mit dem Papa mitgehen. Ja. Andere haben mir gesagt, nimm doch einfach das Kind und nimm es mit. Und dann habe ich gesagt, na okay, aber wenn ich das machen würde, die würde wahrscheinlich sofort irgendwie mich festhalten. Und dann hat man gesagt, ja okay, dann geht die Gewalt aber nicht von dir aus oder so. Aber ich habe auch eben schon gehört, auch von einer Kinderpsychologin, zu der meine Tochter gebracht wurde, auch ohne mein Wissen von der Mutter aus. Und da hat meine Tochter gesagt, sie will nicht, dass sich ihre Eltern streiten. Und das verstehe ich. Und ich versuche auch immer, wenn ich auf die Mutter treffe, dass ich das nicht mache. Und ich schaffe das auch, aber die Mutter schafft es nicht. Und deswegen waren eigentlich diese Übergaben mit einer Umgangspflegschaft, das war eigentlich gut. Eine Zeit lang hat es mal geklappt, die Umgänge quasi so zu gestalten, dass ich nicht auf die Mutter treffe, sondern eine andere Person hat die Tochter abgeholt und dann an einem Platz 50 Meter weiter gab es die Übergabe und dann sind wir dann zu mir gefahren und haben dann den Umgang dort gepflegt. Aber so eine Aktion ist natürlich auch nur zeitlich begrenzt möglich. Ja. Aber diese Aktion übrigens, da waren 7 Termine geplant. 3 davon haben geklappt und oder waren es 4? Ne, 4 haben geklappt und die anderen 3 nicht mehr. Dann hat man nochmal 7 Termine gemacht, weil der Richter gemeint hat, ja, das hat ja so gut geklappt, das hat dem Kind gut getan. Und die anderen 7 Termine, die wurden auch alle vereitelt. Das heißt, am Ende ist sogar die Umgangspflegerin dann eben vor verschlossener Türe gestanden. Mhm. Und das war eine Zeit, wo dann die ersten 3 ordnungshaft Anträge in ordnungshaft Beschlüsse dann aufgegangen sind. Okay. Wie geht es dir mit der Situation? Ja, es ist für mich ist natürlich ganz schlimm, so getrennt zu sein und nicht mitzukriegen, die Entwicklung von der Tochter ihr nicht helfen zu können, auch in dieser Situation. Es ist irgendwie ganz schlimm, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, was man irgendwie da mir antut und dem Kind antut. Und es geht noch weiter, auch meine beiden Brüder oder eben, ich habe ja auch Eltern und Verwandte. Sie hat meinen Onkel erwähnt mal, mit dem sie in dem Schloss wohnen will, denn hat sie noch nie kennengelernt und die Kinder auch noch nicht, ihre Cousins und Cousinen. Opa und Oma kennt sie auch, also meine Eltern, die wohnen allerdings in der Gegend vom Bodensee, also ein bisschen weiter weg, da müsste ich 3 Stunden fahren und 3 Stunden zurück, das schaffe ich nie im Leben an einem Samstagsumgangstag, das geht gar nicht, da brauche ich unbedingt also eigentlich ein Wochenende dazu und vor allem meine Mutter war jetzt im Krankenhaus eine Weile, hatte etwas am Auge, dann musste sie gepflegt werden eine Weile lang und war sehr schwach und musste mit Rollator laufen. Sie ist ja über 80 Jahre alt und ich habe das letztes Mal dem Richter auch gesagt, Opa und Oma, meine Eltern, die leben nicht ewig. Soll meine Tochter sie auf dem Friedhof besuchen? Also wie lange wir da noch warten? Das finde ich so das Schlimme. Die spielen alle auf Zeit und wie du schon sagst, es ist eine Zermürbungstaktik. Ich habe ja auch einen Beruf noch zu machen, ja, weil ich muss ja zum einen einen Kredit zurückbezahlen, den ich extra aufnehmen musste, um Anwälte zu bezahlen. Und der Löwenanteil, das war wirklich wie ein Umgang.
Und Kollegen sagen immer nur, wir verstehen dich nicht, dass du so viel Geld in die Hand nehmen musst, um dein Recht zu bekommen, eigentlich etwas, was du umsonst bekommen müsstest. Ja, und es ist kein Recht, das du bekommen solltest, sondern es ist ein Recht, das geschützt werden sollte. Ja. Auch das Recht deiner Tochter sollte geschützt werden, ihren Vater zu sehen. Lass uns zum Abschluss kommen. So gut es geht, versuche ich halt, Humor zu bewahren. Ich mache auch mal irgendwie einen Joke oder einen Witz auch bei der Arbeit oder ich versuche irgendwie, was man mir gesagt hat, versuch selber, dass du Kraft, dass es dir selber auch gut geht, dass du Kraft hast. Nur wenn es dir selber gut geht, kannst du auch deiner Tochter helfen. Mhm. Auch immer wieder mal einen Schriftsatz selbst ans Gericht oder helfe meinem Anwalt. Ich gehe auch mal auf Veranstaltungen, wo es um Eltern-Kind-Entfremdung zum Beispiel geht oder wo ich irgendwie lernen kann, wie ich besser mich vorbereiten kann und auch gegen das Gericht vorgehen kann, Schriftsätze zu machen. Und ich werde auf jeden Fall weitermachen, um für die Gerechtigkeit zu kämpfen für meine Tochter und mich, damit die Umgänge wieder stattfinden, weil sie hat ein Recht darauf und ich finde es schade, dass dem Kind dieses Recht genommen wird. Und wenn ich dann sehe, die ganzen Plakate in Nürnberg, die ganzen Webseiten mit Kinder haben Rechte und wenn Papa, der seinem Kind einen Bussi gibt und Kinder haben Rechte und was die Kinder irgendwie alles für Rechte haben, Kinderrechte hier, Kinderrechte da, dann frage ich mich, warum hat meine Tochter diese Rechte nicht? Sehr guter Punkt. Lass uns zum Abschluss kommen. Ich weiß, dass die Gerichte unsere Videos anschauen, also Richter in den Fällen. Das heißt, du hast jetzt vielleicht deine Chance, direkt mal deine Worte ans Amtsgericht in Nürnberg zu stellen. Ja, also wenn ich jetzt, wie gesagt, ich hatte letztes Mal dem Richter auch schon gesagt, er soll etwas... Wenn er schon sowas verhängt oder per einstweilige Anordnung, soll er es doch so begründen und soll wirklich sagen, dass das aufgrund dieser seelischen Verletzung der Mutter ist, dass diese Umgänge ausgeschlossen werden. Einfach damit auch klar ist, warum. Ja? So wie du das eingangs gesagt hast, da fehlt ja einfach diese Begründung, die Tiefenbegründung. Und ich würde einfach mal das Gericht fragen, ob sie eigentlich selber auch Kinder haben und was sie eigentlich sagen würden, wenn sie plötzlich ihre Kinder nicht sehen könnten, obwohl sie sich nichts zu Schulden kommen lassen haben und sie derart zermürbt werden und machen können, was sie wollen, die Zeit vergeht, diese verlorene Zeit kann nie zurückgeholt werden und da würde ich einfach mal fragen, ob sie eigentlich, warum sie eigentlich nicht, wenn sie schon sagen, dass hier die Mutter sich nicht an geltendes Recht, an die Gesetze hält, wieso sie eigentlich es nicht schaffen, diesen Rechtsstaat am Leben zu erhalten und eben so zu entscheiden, dass eben der Rechtsstaat gegeben ist. Und ich höre auch immer von anderen Vätern und auch von anderen Leuten, dass sie einfach, da geht es auch zum Teil auch um Verbrechen und so, wo man die Täter zu wenig bestraft oder wo man eben mehr Gehör für die Täter hat, anstatt für die Opfer. Immer mehr und öfter höre ich, dass die Leute nicht mehr an einen Rechtsstaat glauben. Und auch zum Beispiel das Thema Flüchtlinge und Asylanten, wenn ich da lese, ja, so ein armer syrischer Vater, wenn seine Kinder jetzt noch in Syrien sind, wie sollten der in Deutschland arbeiten können, wenn der jeden Tag an seine Kinder denkt? Da frage ich mich dann auch, ja, okay, ist in Ordnung, aber was ist denn dann mit mir? Mein Kind ist nicht in Syrien, die ist nur eine Stadt weiter, das sind nur ein paar Kilometer. Da braucht es gar keinen Familiennachzug, aber ist trotzdem von mir getrennt. Ob ich noch arbeiten kann oder wie ich mich irgendwie fühle ohne Kind, das fragt irgendwie da niemand, also zumindest niemand bei Gericht. Es geht natürlich... schon. Es gibt viele Menschen auch, die ein ähnliches Schicksal auch haben. Deswegen bin ich auch organisiert in einem Väternetzwerk. Und da
versuchen wir uns natürlich in dem Verein zu helfen. Und versuch mal ganz persönlich zu sein, also ganz persönlich aus dem Herzen heraus dem Richter etwas mitteilen. Da würde ich sagen, lassen Sie endlich meine Tochter zu ihrem Vater kommen und hören und tun Sie was dagegen, dass das Kind gegen ihren Willen manipuliert wird und seelisch verletzt wird. Denn seelische Misshandlung ist auch eine Misshandlung. Und seelische Misshandlungen und auch körperliche sind nicht zulässig. Tun Sie was dagegen. Okay. Prima. Danke, Peter. Ich wünsche dir trotz allem noch den wohlverdienten Urlaub. Ich weiß, dass es für dich wahrscheinlich schwer ist, überhaupt erst morgens aus dem Bett zu kommen. Du versuchst dein Leben zu genießen, mach es weiter und gib nicht auf. Und du bist ja nicht der Einzige, dem so geht und der für das Recht seines Kindes oder seiner Kinder sich einsetzt, dass die beide Elternteile sehen. Danke, Sandro. Ja, werde ich machen. Ich habe auch schon anderen Vätern auch schon geholfen. Wir haben auch erfolgreich ein Kind geholt, das entführt wurde. Da hat meine Tochter ihren Kindersitz sozusagen ausgeliehen. Und weil das Mädchen war erst 3 Jahre alt, die mussten wir auch Kilometer weit holen. Da hat ein Gericht, es war aber nicht das Gericht in Nürnberg, meine Richterin, die hat ein gutes Urteil gemacht und hat gemeint, das Kind soll wieder zurückgehen, da wo es ihr Zuhause hat, wo es ein Haus hat, wo es ihr Kinderzimmer hat. Also das macht natürlich dann auch Hoffnung, dass auch dann solche Urteile gesprochen werden. Und ich frage mich halt nur, warum in Nürnberg nicht? Ja. Ja. Nürnberg ist ja irgendwie offensichtlich die Stadt der Menschenrechte. Aber das hat sie, zumindest was Gericht betrifft, noch nicht verdient. Ja. Ich wünsche dir viel Glück dann in der kommenden Hauptverhandlung. Und vielleicht machen wir einfach noch ein Video im Verlauf der Verhandlung, wie es da aussieht. Und da können wir ja sehen, ob deine Worte an den Richter irgendwie das in ihm bewegt haben. Mich haben sie auf jeden Fall berührt. Danke, Peter. Ich danke dir, Sandro, für deine Zeit und wir bleiben in Verbindung. Dir noch einen schönen Tag. Danke, dir auch. Ciao. Ciao.